Hallo und herzlich willkommen in meiner Bastelecke. Heute möchte ich dir zeigen, wie du in diesem Quicktip ganz einfach so eine magnetische Unterlage, zum Beispiel zum Fixieren von Stempelabdrücken, bevor man sie kolorieren möchte, selber machen kannst. Ich glaube, das ist auch eine günstige Alternative zu diversen Produkten, die es schon im Handel gibt und vor allem auch gut für Anfänger geeignet. Am Anfang weiß man ja auch noch nicht wirklich, was man so braucht, ob man es benutzt und da ja, spart man sich dann doch ein paar Euro, wenn man sich sowas wirklich selber macht. Es geht ganz einfach und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Im Prinzip ist es ganz einfach, sich so eine magnetische Unterlage auch selber zu machen. Die gibt es natürlich von verschiedenen Bastelmarken auch, aber mir war es jetzt irgendwie nicht wert, da 10, 15 Euro dafür auszugeben, weil man sich es einfach ganz einfach und sehr günstig selber machen kann. Du brauchst dazu einfach nur ein Stück Magnetpapier. Ich kaufe meines zum Beispiel beim Action, gibt es aber auch beim Teddy. Und dieses Stück habe ich mir zugeschnitten auf 11,2 x 15,8 cm. Das kann man natürlich dann individuell in jeder x-beliebigen Größe dann auch zuschneiden. Und zum Bekleben, damit es nicht ganz so fad ausschaut, habe ich mir diese Woodlock Sheets vom Action genommen. Das sind gar keine Papiere in dem Sinn, das sind eher so selbstklebende Folien, die man auch stanzen kann, also deswegen auch hier die Big Shot drauf. Aber ich finde die eigentlich auch ganz cool, um verschiedene Sachen zu bekleben. Und ich habe mich für meine Unterlage für dieses Design entschieden. Das ist so eine Holzoptik in Grün. Da habe ich auch ein bisschen Farbe im Spiel. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und sonst braucht man eben zusätzlich noch diverse Materialien, die man eigentlich eh immer zu Hause hat. Einen Bleistift und ein Lineal und dann auch noch mein Schneidebrett. Als erstes habe ich mir mein Designpapier mal ein bisschen zugeschnitten. Ich habe euch ja gesagt, mein Magnetpapier ist 11,2 x 15,8 cm und ich möchte auf jeder Seite ungefähr einen Zentimeter zum Umschlagen haben. Das heißt, auf meiner 11,2 Seite rechne ich 2 cm dazu, bin dann bei 13,2 cm und auf der längeren Seite mit den 15,8 cm. Da komme ich dann auf 17,8 cm. Es muss jetzt nicht hundertprozentig genau sein, weil wir es natürlich dann umschlagen und die Seite dann eigentlich eh niemand sieht, aber dass es ungefähr optisch auch ganz ansprechend ausschaut. Dann ziehe ich mir bei dieser Folie, die ist wie gesagt selbstklebend, das ist super praktisch, weil man da einfach auch nicht mit dem Kleber herumbatzen muss. Und wichtig, die Folie muss auf die Seite, die magnetisch ist. Also wenn ich die Folie da drauf klebe, dann bringt mir das gar nichts. Das heißt, ich schaue, dass das wirklich da auf diese magnetische Seite dann drauf geht. Und ungefähr, dass ich da meinen Zentimeter Abstand habe. Schaut ganz gut aus. Andrücken. Dann schaue ich auch nochmal auf die Rückseite, ob alles glatt ist. Das schaut gut aus. Festkleben. Und dann nehme ich mir auch noch eine normale Schere und schneide mir da einfach auch die Ecken ein bisschen ab, damit sich das auch schön umbiegen lässt. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Was ich jetzt vergessen habe, ich kann mir natürlich auch ein Falzbein dann zu Hilfe nehmen, um das Ganze da ein bisschen anzudrücken und dann einfach umzuschlagen. Festdrücken, damit es gut hält. Also ihr seht, das ist wirklich super, super einfach. Und wenn es da jetzt nicht ganz überlappt, wie gesagt, das ist die Rückseite und das sieht eigentlich niemand. Und die nächste Seite. Und die letzte Seite. So. Hält super und im Prinzip ist unsere Magnetplatte jetzt schon fertig. Was ich mir zusätzlich noch dazu genommen habe, ist so ein kleines Metalllineal. Das kriegt ihr im Baumarkt ganz, ganz günstig. Und dadurch, dass die Matte jetzt magnetisch ist, hält dieses Lineal auf jeden Fall auch. Und ich werde das Ganze natürlich dann verwenden, um mir meine Stempelabdrücke zu fixieren, damit ich mir dann beim Kolorieren einfach leichter tue. Und das ist eigentlich wirklich schon der ganze Spaß gewesen.
Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Quicktip zeigen, wie einfach es ist, sich so eine magnetische Unterlage selber zu machen. Als Alternative zu einem Metallinal, wenn du dir sowas nicht kaufen möchtest, kannst du natürlich auch Sachen verwenden, die du zu Hause hast. Was auch super funktioniert, sind zum Beispiel diese Magnete einer magnetischen Stempelhilfe. Das hält auch wirklich gut. Und was ich einfach an solchen Unterlagen super finde, ist, ich kann die Unterlage drehen und muss nicht mein Stempelmotiv zum Beispiel dann wieder hin und her rücken, um dann vielleicht auch noch irgendwo reinzutatschen, wenn die Stempelfarbe noch nicht getrocknet ist. Und da finde ich, sowas ist wirklich eine sehr, sehr gute Hilfe. Zum Schluss würde ich mich natürlich noch über Feedback zu diesem Video freuen, vielleicht über ein Däumchen oder du schreibst mir auch einen Kommentar. Ich bedanke mich schon mal im Voraus und sage Tschüss, Baba und bis zum nächsten Mal.